aufzurufen, dann sagt er, ach lass. Dann hätte ich mich auf viel mehr gehört. Ja, genau, dann wäre es wieder. Oh, nein. Ja, die Radegemeinschaft ist dabei. Freunde, ihr müsst euch das Gespräch mal so ein bisschen wenden. Liebe Radegemeinde, wir sitzen heute mit unseren guten Freunden aus dem Nachbar-Phoenix, gemütlich zum Nikolaustreffen zusammen. Wir haben mit unserem neuen Thermomix, das wisst ihr ja alle schon mal, eine leckere Eierlikör-Torte gezaubert. Ich halte sie mal so ein bisschen. Und machen uns Gedanken, welche Schätzaufgabe wir als nächstes stellen könnten. Also, hast du eine Idee? Ja, also es ist nicht so einfach. Wir haben ja jetzt schon einige Ideen verbraucht, einige Tage. Ich weiß nicht, was da noch auf uns zukommt. Also, ich habe keine Idee. Also wie Hans Hermann schon sagt, wir backen ja gerne, wir kochen auch gerne. Und das weiß ja jeder. Aber wir sind jetzt auf die Idee gekommen, ab und zu gehen wir ja auch doch mal ins Restaurant und lassen uns mal verwöhnen. Ne? Stimmt. Ja, liebe Rategemeinde, dann schätzt doch einmal, wie oft unsere Küche im Jahr 2013, das heißt genau vom 1. Januar bis heute, kalt geblieben ist. Ja, genau. Das, wobei man natürlich sagen muss, ab und zu werden wir auch mal zu Verwandten nach Hause eingeladen oder zu lieben Freunden ins Nachbarwohnmobil, werden bekocht. Das zählt nicht. Und auch wenn wir jetzt natürlich hier bei Kaffee und Kuchen sitzen, auch nicht, wenn man so ins Café mal gehen würde, sondern warmes Essen im Restaurant und unsere Küche bleibt kalt. Ja, ist das eine gute Aufgabe zum Nikolaustag? Viel Spaß dabei. Zum Nikolaustag, zum Tag nach dem Nikolaustag.